So und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Rising Revengeance. Beim letzten Mal haben wir endlich Armstrong getroffen, der in seinem riesigen Metal Gear sitzt. Und oh boy, ein riesiger Kampf steht uns bevor. Seine Rede war auch nett. Mal schauen, ob wir ihn aufhalten können. Ich hatte nämlich nur noch 4 Repair Cells. Und oh boy, das könnte hart werden. Könnte sein, dass ich sogar 4 resetten muss oder so ein ganz Chapter Select gehen muss, wenn es nicht anders geht. Na, mal gucken, legen wir erstmal los. Oh ja, ich sehe schon, es klappt super. Okay, wie soll ich dem ausweichen? Wie viel Schaden macht er? Okay, blocken kann ich es nicht, auf keinen Fall. Hey! Okay, evaden. Oh, ist auch ein Q-Button. Okay, so geht's. Ja. Oh, wie muss ich da gewinnen? Was zum Teufel? Okay, ich kann's blocken, immerhin. Aber auch nicht mehr. Leichteste Phase bis jetzt. Nice. Was jetzt? Jetzt bin ich auf dem drauf. Achso, ich muss nur hin. Okay, einer seiner Arme ist weg. Nett. Checkpoint. Okay. Was jetzt? Oh mein Gott. Na geil, was? Jetzt habe ich die am Arsch. Goddammit. Okay, der Strahl gefickt. Ich komme da nicht hin. Ich kann nicht so hoch zielen. Was soll das? Dreckspiel. Ich kann nicht so hoch zielen, Mann. Oh, immerhin. Nur noch 2 Fuel Cells. Oh mein Gott, bin ich gefickt. Spring doch! Ich spring doch! Das ist so ein Witz. Was war das jetzt? Junge. Ich block doch. Oh boy, der Kampf kostet so viel Leben. Wieso trifft mich das? Ich bekomme jedes Mal Schaden. Egal was ich mache.
Nächster Arm ab. Oh, ich hoffe, ich krieg noch, bevor ich noch mehr Leben verliere. Tja, jetzt wrecked. Ist es wild. Boah, Junge. Durch da. Zack. Und nochmal. Wilder Kampf. Aber jetzt habe ich nur noch 2 Fuel Cells. Oh mein Gott, bin ich gefickt. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt noch schlagen soll. Wenn nur noch 2-mal Leben aufhören. Slippery little bastard. I don't have time for this. Oh, you've got to be kidding me. Armstrong hat gerade miese trainiert. Let's go. The hell are you thinking? Uff. Played college ball, you know. At some cushy Ivy League school. Could have gone pro if I hadn't joined the Navy. I'm not one of those beltway pansies. I could break the president in two with my bare hands. Don't fuck with this, Senator. What the hell are you? Why don't you stick around and find out? Okay, das wird ein wilder Kampf. Oh Gott. Nix da. Oh mein Gott, macht das Schaden. Was denn jetzt? Bist du fertig? Nee. Was zum Fick? Oh mein Gott. Kein Interesse. Wie viel Leben hat er? Wie soll ich davor wegkommen?
Nice, nice. Big promises, but all talk. What? Jumpstart the economy? What a load of bullshit! All you care about is lining your own pocket. That and your approval ratings. You've got no principles. Just like all the rest. America's gone to shit. You're just another maggot crawling in the pile. All right, the truth then. Oh, die Wahrheit. Warte, dann erzähl mal. One thing. I do need capital and votes. Wanna know why? I have a dream. What? That one day. Every person in this nation will control their own destiny. A land of the truly free, damn it. A nation of action, not words, ruled by strength, not committee. Where the law changes to suit the individual, not the other way around. Where power and justice are back where they belong, in the hands of the people. Where every man is free to think, to act for himself. Fuck all these lipstick lawyers and chicken shit bureaucrats. Fuck this 24/7 internet spew of trivia and celebrity bullshit. Fuck American pride. Fuck the media. Fuck all of it. Immerhin, er zieht die harte Linie durch. Diseased, rotten to the core. There's no saving it. We need to pull it out by the roots. Wipe the slate clean. Burn it down. And from the ashes, a new America will be born! Evolved, but unchained! The weak will be purged. And the strongest will thrive. Free to live as they see fit. They'll make America great again! What the hell are you talking about? You still don't get it. I'm using war as a business to get elected! So I can end war as a business. In my new America, people will die and kill for what they believe. Not for money, not for oil, not for what they're told is right. Every man will be free to fight his own wars. Naja, aber in Amerika der Anarchie. Wie lange soll das gut gehen? What do you think? How the hell did you get elected? Well, I don't write my own speeches. You should try fighting for what you believe in sometime, Jack. Not for a company or a nation or for anyone else. Maybe I was wrong about you.
Am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack. Und jetzt waren die beiden beste Freunde und regieren die Welt zusammen. Ach, wird das schön. I was wrong. You're not greedy. Stell dir vor, die beiden würden jetzt zusammenarbeiten. Das ist das Ende. Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Not when you're purging the weak, right? What do you know about the weak? You weren't born poor. You've never been hungry. You don't know what it's like to fight and steal and kill just to survive. But you did survive! Through sheer force of will, following your own set of rules. With your own two hands, you took back your life. And now, I'll take yours. Okay, ohne Schwert dieses Mal. Das ist interessant. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Go! Wild. Vielleicht brauchen wir jetzt Jack the Ripper. Ob man dabei wohl Ripper Mod aktivieren kann und so ein Secret Ende bekommt oder sowas. Oh, wild. Nanomachine, son. They harden in response to physical trauma. Can't hurt me, Jack. What did I just say? Das ist auch mehr Katzen als Kampf gerade. Time to end this. Der hat hier jetzt Metall reingeboxt. Wie krank. Und das Metal jedlich mit zerlegt. Beeindruckend. Alright. I think we're about done here. Right. Doubting the whole thing. We'll leave it up to fate then, shall we, Wolfie?
A duel to the death. May the best man win. Sam. I cut him down, and that's that. Back to a regularly scheduled international incident. But if he beeps me, if I die here, the lock on my blade will disable after a couple hours. What happens after that is up to you, Wolfie. Even dead, that guy's a pain in my ass. So, you think that little sword can save your master? Well, go ahead then. But make no mistake, Fido. When I'm finished with him, you're next. I was not designed to fear termination. Huh? However, Directive 01 is to ensure all data acquired is preserved and passed along. To expire here would violate that directive. That's a good boy. However, Raiden came to my aid. I have learned from him. When Samuel fell, data analysis was inconclusive. But that has changed. I have established new parameters now, created my own directives. You little fuck. Machen wir es ernst? Uff. I said my sword was a tool of justice. Not used in anger. Not used for vengeance. But now... Now I'm not so sure. And besides... This isn't my sword. Das heißt, Raiden macht jetzt mal ernst, oder was? Come on. Okay. Let's dance. Sam, bist du es? Oh mein Gott. Bist du fertig? Nein. Alter. Was zum Teufel? Oh Gott, ich werde sowas ein Scheitern. Ja, das war meine letzte Zelle. Und die hat er fast wieder komplett gemacht. Uff. Lauf, 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 lauf. Was ist los? Raiden! Ja, geil. Jetzt soll ich dir mit nur einer Fuel-Zelle besiegen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja klar, einfach nur da reinzulaufen macht schon so massiv Schaden. Junge. Wie soll man dem denn ausweichen? So, das jetzt. Oh mein Gott.
Alter. Nie und nimmer kriege ich das hin, so zu schneiden. Junge. Nie und nimmer kriege ich das hin, so zu schneiden. Das muss ich ja im freien Modus machen. Das habe ich bisher nicht genutzt. Na klar, Junge. Kann ich direkt restarten eigentlich. Junge, nur noch eine Fuse. Ist es behindert. Achso, okay, ich muss ja mal abwarten. Einmal. Nur einmal. Junge. Jetzt muss ich mir das Schwert das wiederholen. Und dann kriegt Schaden dafür. Ist nicht gleich so. Was? Nimm! Das trifft mich trotzdem. Ich sehe nix! Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Wenn ich das verkacke, ich hab nur einen Schnitt. Und ich habe auch nicht viel Zeit, um das zu aimen. Okay, Maus, Free Aim jetzt. Das ist schon echt Pisse. Okay, ich muss ganz weit wegrennen, so schnell wie es geht. Das Ding ist zielsuchend. Oh Gott. Komm, hoch mit dem Aim-Ding. Ist das behindert. Und dann machst du halt nochmal, weil es so spaßig ist. Das war. Gut, da ich noch eine Fuel Setup. Also, ich trotzdem überlebe. Und dann nicht leben. That's the best you got.
Gib ihm! Nice. Okay, erstmal das Leben aufsammeln. Und das Schwert. Nimm. I like you, Jack. So I'm giving you another shot. How do you like that? Oh, das ist volles Leben. Was ist jetzt los? Da hält sich. Ich muss schneiden. Wo? Alter. Ist das wild. Oh mein Gott. Okay, 3 von 4 reichen auch. Tu es! Versenkt. Uff. Erstmal nehmen. Leben, 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 leben. Bloodstained Sin. Uff. Ha, das hat gut geklappt. Hey! Warum? Der soll ich nicht heilen. Bastard. Ist es lächerlich. Immerhin kann ich so vom Heilen abhalten. Halt die Fresse. Wo soll ich denn hinzielen? Boah. Fuck. Alter. Gut, dass ich ganze Fuse-Sets bekommen habe. Ja, das war zu erwarten. Oh, kann ich mal wieder auf den Abhalt das zu machen? Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Mach das nochmal. Oh oh. Na Gott sei Dank. Oh
Oh oh. Hol doch auf! Brauch noch einen Stich. Komm, bitte, ja. Alter. Das war ein wilder Kampf. Well done, Jack. Zwar sehr viel scripted, aber wow. Your dream dies with you. Oh, maybe not. You've guaranteed the status quo will go on. For a while longer, at least. War will continue as an institution, as an industry. Men will fight for reasons they don't understand, causes they don't believe in. But at least I'll leave a worthy successor. You, Jack. You carve your own path. Use whatever methods you see fit. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Uff. Oh, das Herz mit den Nanomaschinen. Er killt's trotzdem. Deep inside, we're kindred spirits. You. And I. Boy, das ist ja wirklich ein wilder Kampf. Kommt jetzt nochmal irgendeine Art Endcutscene oder war es das? Na, das Ziel habe ich mir auch hart verdient. Und Cash. Eine Waffe. Official pet, right for your family? But first, our top story. President Hamilton returns from Pakistan today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazbad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the War on Terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI military intelligence agency to be investigated. Unbelievable. After all that. For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. Ich meine, wir haben es doch geschafft. Amerika darf in Pakistan einmarschieren, um im Kampf gegen den Terror zu helfen. I have excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care, but this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade. Perhaps some discipline, huh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education.
Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance, huh? No. Oh. Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kidding. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have this den? Hang on. Just give me 1 second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? You're same age as me, but all this spaceship? You're genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Oof. Where did that come from? Alert. Alert. Rescinded. Uff, Rip Wolf, er hat alles überlebt. Crazy world, na? Nur von dem Stapel Bücher überrannt zu werden. For me see that ninja. Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. Hmm. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Wann ist das passiert? Das muss doch irgendwann in Metal Gear Solid 2 oder 4 passiert sein. Soweit kenne ich seine Story nämlich. So ein bisschen zumindest. Ja, gut, wir haben die Welt nicht gerettet, aber zumindest vor dem Untergang bewahrt. Wow! Nice, 13 oder 14 Folgen aufgenommen von dem Spiel. Nicht schlecht. Kurz und nett. Ah, der Monsun-Fight, das war der Downpunkt vom Spiel, würde ich sagen. Aber die Bosskämpfe sind schon nice. Oh. Schöner Outro-Song, kann ich ihn skippen? Nur für den Fall? Nö, kann ich nicht. Okay, ja, dann ist das halt so. Was will ich denn machen? Naja, also ich weiß, was ich machen werde, nämlich sagen, dass das Play hiermit beendet ist. Sagt dann an alle, die zumindest kurz mal reingeschaut haben, die das hier sehen. Und wie hat mir das Spiel so gefallen? Ja, war in Ordnung. Ist jetzt 8 Jahre alt oder sowas. Ist in Ordnung. Ich kann verstehen, warum es so gehypt wird. Auch heute noch. Aber für mich ist es eigentlich nichts, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es mit Maus und Tastatur gespielt habe, weil es halt eigentlich schon für Controller konzipiert ist. Und manche Steuerungssachen halt wirklich weird waren. Zum Beispiel, dass der Ripper Mode und. Also Ripper Mode und Evane konnte ich nicht richtig benutzen. Aufgrund der Steuerung. Und dass der Blade Mode erschifft. Und das Rennen auf STRG ist. Da hat er gesehen, wie oft ich aussehen auf. In den Blade Mode gegangen, anstatt vernünftig zu rennen oder sowas. Das Parry-System ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe nicht oft geparried, aber ist oft geblockt und das zum Ende. Das war also in Ordnung. Kampfsystem voll in Ordnung. Kann man machen. Bei manchen ist es eigentlich nicht ganz klar, worauf die wirklich reagieren oder wie man die am effizientesten besiegt. Und nachholen ist ja auch lame. So, soll ich die Cutscenes jetzt noch voll durchlaufen lassen? Eigentlich keine Lust. Ha. Aber schöner Outro-Song. Naja. Was spielen wir als nächstes?
Als nächstes spielen wir entweder alle Sachen, die ich nochmal aus dem Summer's Tale graben werde, oder es geht mit alten Spielen weiter. Ich habe besonders Bock, mal wieder Secret of Evermore zu spielen oder Chrono Trigger. Es wird wahrscheinlich Secret of Evermore werden. Dann wieder halbwegs Aktuelles. Halbwegs. Und dann wieder nach 1990 zurückzugehen. Naja. Aber gute alte Spiele. Gute alte Spiele. Jo. Das war Metal Gear Rising Revengeance. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder Video wieder, je nachdem. Und mal schauen, was danach kommt. Danke fürs Zusehen und bis dahin.